Leute, was geht? Ich bin's ja, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar wird es diesmal ein Pack with me sein. Also ich nehme euch mit, wie ich meinen Koffer packe für die Osterferien. Die stehen ja an. Ich hoffe, dass wenn ich das Ganze aufnehme, ihr meine Rettung sein werdet, dass ich nicht zu viel einpacke. Weil wer kennt den Struggle auch? Alter, ich packe immer viel zu viel ein, Mann. Das ist richtig schlimm, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, was ich so richtig mitnehmen möchte. Ob ich dann wirklich zufrieden bin mit meinen Outfits und so weiter. Also, ja, es wird, glaube ich, eine Katastrophe. Aber ich hoffe natürlich nicht. Obwohl, für so ein, zwei Wochen muss gefühlt dein ganzes Leben da reinpassen. Deswegen, ja, egal, es wird schon irgendwie. Auf jeden Fall, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Sagen wir mal, bei 6000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid, dass ich auch mehr Challenges dort noch drehen soll, wo ich hinfliege. Wenn ich euch da mitnehmen soll und all sowas, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid, ihr habt da Bock drauf. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst unbedingt ein Abo da und verpasst hier kein neues Video auf diesem Kanal. Becky's Life, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. Losgehen mit dem Packen. Ich habe noch was anderes, und zwar, ich habe mir solche Taschen hier geholt, womit man das besser im Koffer organisieren kann. Ich hatte schon mal solche, aber ich hoffe, die sind bessere Qualität, weil die beim letzten Mal waren ein Fail, weil die haben echt nicht lange gehalten. Irgendwie ging der Reißverschluss kaputt. Ich hoffe also nicht, dass es wieder der Fall ist. Aber eigentlich sind die ultra praktisch, weil so fliegen die Klamotten nicht durcheinander. Du weißt, wo etwas drin ist. Du kannst schneller deinen Koffer wieder packen. Also für mich funktioniert das auf jeden Fall. Ich weiß, ich habe jemand von euch auch schon mal sowas benutzt, aber sowas sieht man oft auch auf TikTok und so. Also für mich gibt es einen Daumen nach oben, wenn die Qualität aber stimmt. Und das gab es irgendwie auch noch dazu. Ich habe gar keine Ahnung, wofür ist das. Ist das irgendwie für die Zahnbürsten oder ist das für eine Sonnenbrille? Keine Ahnung, das habe ich noch nie vorher benutzt. Aber der Struggle wird sein, nicht zu viel einzupacken und auch noch das Richtige einzupacken. Also wünscht mir Glück, dass ich das schaffe. Jetzt kann es losgehen. Ich packe mal eben erstmal die Taschen hier aus, aber ich hoffe echt, die halten. Das letzte Mal war es so ärgerlich. Aber ich liebe eigentlich diese Taschen. Oh, der Reißverschluss erinnert mich ein bisschen sehr an die. Aber ich konnte jetzt auch nicht länger warten auf die. Ich habe das ein bisschen spät bestellt, um vernünftige vielleicht zu finden. Aber die hatten eigentlich gute Bewertung. Ja, auf jeden Fall sind das solche Taschen hier. Da packe ich meist so Hosen rein. Hängt halt davon ab, zu welcher Jahreszeit ich weg bin. Aber ja, jetzt ist noch so Frühling. Es wird nicht zu heiß dort sein, wo ich sein werde. Deswegen, ja, werde ich wahrscheinlich nicht so wirklich Kleider mitnehmen. Ich finde, die sehen irgendwie mit Strumpfhosen an mir nicht so süß aus. Was ist das hier? Keine Ahnung. Gucken wir mal rein, was da rein kann. Vielleicht Unterwäsche oder so. Wir haben hier auch noch solche. Hier ist auch diesmal ein Kulturbeutel dabei. Also für so Shampoo und also als Haarbürste. Hier ist auch nochmal eine Tasche. Viele kleine. Ich glaube, die kann man für Schuhe nehmen. Auch nice. Da werde ich auch mal schauen, was ich einpacken werde. Dann haben wir noch so eine und mehrere mit Netz in unterschiedlichen Größen. Große werde ich aber auf jeden Fall für Hosen benutzen. Die nehmen ja immer sehr viel Platz weg. Oder Pullis. Könnte ich eigentlich auch machen. Dann nehme ich das für Hosen. Das werde ich mir erstmal Inspo angucken bei Pinterest. Das mache ich auch super gerne. Erst einmal, um so Ideen zu haben. Und dann ist es meist so, dass ich das anziehe, gucke, ob es mir soweit gefällt. Und dann packe ich das Ganze ein. So gehe ich vor, sodass ich schon so Outfits geplant habe. Man kann die auch so abfotografieren. Dann wisst ihr auch, was ihr zusammen anziehen werdet, ohne es zu vergessen. Und dann Herzchen drauf machen, also favorisieren im Handy. Und dann wisst ihr immer, okay, das war das Outfit, was ich mir vorgestellt habe. Das war so, so passte mir das. Also das nimmt ein super viel ab. Aber so last minute, wie ich meist packe, schaffe ich das gar nicht. Aber checken wir jetzt erst einmal kurz Pinterest ab. Ich mag gerne solche Basic-Outfits. Vor allem, wenn man am Flughafen ist oder ja, abends, wenn man so ein bisschen chilliger unterwegs sein will. Da mag ich super gerne diese weiten Jogginghosen mit einfach nur einem weißen Oberteil oder einem rosa Oberteil. Auf jeden Fall werde ich solche weiten Hosen mitnehmen. Weil dort, wo ich hinfliege, passen mir in der Regel auch gar keine Hosen. Deswegen werde ich mehr Hosen einpacken. Also mit Basics kann man nichts falsch machen. Deswegen werde ich jetzt mal eben meinen Krempel zusammensuchen. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt erstmal meine Fave-Klamotten, in denen ich mich am wohlsten fühle, aus meinem Schrank genommen und die auch eigentlich zum Ort passen könnten. Und habe sie auf mein Bett geworfen, unsortiert
und nicht irgendwie zusammengelegt, nicht darüber nachgedacht, ob sie zusammenpassen, gar nichts. Habe es erstmal raufgeworfen und jetzt werde ich gleich nach und nach sortieren. Auf jeden Fall mache ich mir gerade darüber Gedanken. Das schwirrt mir gerade im Kopf rum. Und zwar, ich weiß nicht, was davon ich am Flughafen anziehen werde. Ja, darüber macht man sich eigentlich als letztes Gedanken, nachdem man gepackt hat. Und habe ich hier zwei Outfits, die ich vielleicht, also eins davon werde ich vielleicht am Flughafen anziehen, weil da will man ja eher was Gemütliches tragen, vor allem wenn man einen längeren Flug hat. Und ja, ich bin mir gerade nicht sicher, soll ich grau nehmen oder dunkelblau? Beides sieht eigentlich ganz schön aus. Bin mir gerade noch unsicher, Leute, aber ich werde auf jeden Fall den Hoodie auch mitnehmen, weil später wird es meist richtig kalt oben, wenn man im Flugzeug ist. Deswegen, vielleicht werde ich das erstmal mit einem Langarm-Shirt kombinieren und dann, ja, mir später das Ding rüberziehen, dann kann ich das auch wieder ausziehen. Ja, Hoodie ist auf jeden Fall ein Muss, aber die Frage ist nur, welche Farbe? Was seid ihr eher? Team hell? Oder Team Dunkel. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf, Hoodie-Jacke. Finde ich super praktisch. Ja, meine Off-Shoulder-Pullover auf jeden Fall sind nur doof anzuziehen, wenn man irgendwie eine Jacke anzieht. Ja, da sind die eigentlich eher unpraktisch. Die sehen dann einfach ugly aus. Und das Ganze habe ich auch noch in rosa hier irgendwo. Meine absolute Lieblingsfarbe, wie man unschwer erkennen kann. Aber ich hätte auch noch so einen Off-Shoulder-Pullover. Nehme ich den mit? Das ist auch einer meiner Lieblingspullis momentan mit so einer Schleife drauf. Ich finde das irgendwie sehr dezent, passt zu allem. Deswegen den werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Ich habe auch noch so ein dunkelblaues mit einer Army-Flagge. Ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen soll. Sieht ganz cool aus zu Jeans, aber muss ich mir noch überlegen. Dann nehme ich auf jeden Fall auch noch einen Hoodie mit. Ich überlege gerade, ich glaube, ich nehme nur zwei mit, weil ich ja ansonsten Langarm-Shirts und so dünnere Pullis habe. Ich habe auch eine Waschmaschine dort, deswegen ist es nicht so schlimm. Und einen weißen hier mit einer Schleife drauf. Der ist auch von Subdued. Einfach mal hier ein fetter Haufen, den ich auch wieder aussortieren kann. Packen wir jetzt erstmal die Hosen ein, weil die stehen schon mal fest. Auf jeden Fall nehme ich so eine dunkelgraue mit. Die mag ich echt gerne. Dann auf jeden Fall nehme ich eine hellblaue mit. Von jeder Farbe gefühlt eine. Und dann nehme ich noch so eine weite Hose in so mittleren Blau mit. Aber auf jeden Fall nehme ich noch eine graue Schlaghose mit, so eine aus Stoff. Und dann noch so eine gestreifte hier, so eine chillige. Die könnte ich eigentlich auch am Flughafen tragen. Aber ich packe sie jetzt erstmal ein, weil die finde ich richtig chillig, voll schön. Hoodie Nummer 1, Hoodie Nummer 2. Auf jeden Fall Langarm-Shirts, einmal weiß. Ich habe auch noch ein rosanes, wieder mal. Aber es ist in der Wäsche. Deswegen, das werde ich ja später noch einpacken. Aber ja, auf jeden Fall ein weißes. Ich werde auch noch so eins hier einpacken, weil das ein bisschen dicker ist. Es ist auch noch eine Schleife und so ein Muster unten. Das ist von Hollister. Und dann habe ich mir noch von Gina Tricot so eins hier geholt. Ich glaube, zusammen mit den Langarm-Shirts werde ich auch die Tops einpacken, weil davon werde ich nicht so viele mitnehmen, weil es ist halt nicht so warm. Aber zum Drunterziehen manchmal, wenn ein Oberteil ein bisschen durchsichtiger ist, finde ich es eigentlich ganz gut. Oder ja, für so Pullijacken oder sowas. Das T-Shirt hier finde ich auch ganz süß. Das werde ich auf jeden Fall auch einpacken. Dann, ja, ein ganz normales Basic-Top. Und dann von Uniqlo diese beiden hier. Auch sehr basic. Einmal weiß, einmal grau. Ich habe hier auch noch so einen rosanen Pulli, den ich unbedingt mitnehmen will. Aber den muss ich vorher waschen, weil der hier so einen Fleck hat. Aber ja, den muss ich mit Handwäsche waschen. Bisschen kompliziert, aber der muss unbedingt mit, weil der fällt so nice. Und ein T-Shirt von mir selber mit diesem Design hier drauf. Wer erinnert sich noch? Auf jeden Fall werde ich das zum Schlafen mitnehmen. Dann nehme ich auf jeden Fall noch Ketten mit. Accessoires gehen immer und die nehmen ja sowieso nicht so viel Platz weg und auch nicht so viel Gewicht. Deswegen werde ich mal gucken, was ich da mitnehme, aber da werde ich ein bisschen reinhauen, glaube ich. Ich glaube, ich nehme nur so ein Bodyspray mit, weil dort, wo ich hinfliege, mag man nicht so gerne ein heftiges Parfüm. Also keiner trägt eigentlich sowas. Was ich auch nicht schlecht finde und ein kleiner Tipp, sammelt diese Parfümproben. Ich habe hier auch noch welche. Die könnte ich vielleicht auch mitnehmen, wenn ich irgendwie Lust habe auf doch ein bisschen mehr Parfüm. Abends vielleicht so. Die kann man sonst auch gut mitnehmen, weil da muss man erstmal nicht so viel Gewicht mitnehmen. Und zweitens macht es nicht viel aus, sich dann nachher davon zu trennen, weil es eh nur eine Probe und wahrscheinlich auch bis dahin leer. Ansonsten nehme ich auch noch ein paar Schuhe mit. Und zwar diese hier, Adidas Campus. Die sind aber noch neu. Deswegen kann ich die eigentlich so reintun. Aber ich nehme trotzdem mal die Tasche mit. Weil wenn ich zurückfliege, dann ja, sind die ja wahrscheinlich dreckig, deswegen kann ich die dann in die Tasche hier tun. Das ist auch, glaube ich, das einzige Paar, was ich noch mitnehmen werde. Ja, und in diese beiden Taschen hier werde ich meine Skincare-Produkte reintun, ein paar Haarprodukte und meine Schminke, hoffentlich auch. Ich hoffe, es passt, aber das werde ich erst zuletzt machen, kurz bevor ich losfahre, weil die brauche ich ja noch. Auf jeden Fall werde ich noch ein paar Haaraccessoires reintun, Haargummis
und Schleifen und so ein Stirnband hier. Das hier nehme ich auch mit, wenn ich mich abschminke und wenn ich meine Produkte auf mein Gesicht klatsche. Und dann werde ich noch zwei kleine Baguette-Bags einpacken. Ich glaube, eine schwarze und eine vielleicht rosane oder so. Auf jeden Fall werde ich noch Unterwäsche einpacken, aber das zeige ich euch nicht, natürlich. Auf jeden Fall habe ich aber sonst soweit fertig gepackt. Und diesmal habe ich sogar geschafft, ich glaube durch das Video, Leute, nicht zu viel einzupacken, würde ich sagen. Vielleicht hätte ich das ein oder andere doch weglassen können, aber ich glaube, es ist trotzdem okay, weil ich brauche ein bisschen Auswahl, okay? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, wenn es losgeht. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, ich habe euch so, so sehr lieb. Bye!